Never had a brain for trees. Slush puppy kids swap brain for freeze. ES the game changer. I change degrees. Cause a blizzard. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26605 zu einer weiteren Folge Assassin's Creed 3. Und ich würde sagen, wir müssen mit diesem Hafenmeister sprechen und interagieren mal nach Buxtehude, oder? Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir hin? Was ist denn hier? Siedlung Boston. Wo müssen wir hin? In die Siedlung, okay. Ja, dann gehen wir in die Siedlung. Siedlung interagieren. Ja, machen wir. Da wollen wir hin, ne? Da wollen wir hin. So, kleine Ladesequenz. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt die Mission weiter. Also die Hauptmission natürlich. Es wird einige Nebenmissionen in der Siedlung geben, die werden wir auch mal machen. Also da könnt ihr euch auch schon mal drauf gefasst machen. Hier ist übrigens dieses Boot, was wir später mal fahren werden. Beziehungsweise ja, das werden wir auf jeden Fall später mal fahren. Das hier. Das ist hier unser Anlegeplatz quasi. Und ja, wir müssen da hoch. Zum Haus. Zum Haus. Kleinen Moment kurz hier. So, jetzt links hoch, ne? Ja, links hoch. Gibt's in der Siedlung denn schon Nebenmissionen? Oh, shit, Alter. Ne, gibt's nicht, ne? So, was gibt's hier? Hinkebeinsklunker, Hinkebeinsklunker, Hinkebeinsklunker und Hinkebeinsklunker, das müssen wir später noch machen. Ich würde sagen, zur Hauptmission gehen wir erstmal ins Haus rein. Denke ich mal, dass wir da hin müssen. Ja, hier liegt einfach mal ein Baum quer. Also hier muss noch vieles getan werden. Und ich freue mich schon, wie gesagt, auf die Bootsmission. Auch nicht da, auch noch, auch noch. So, müssen wir mal ums Haus. Da rein, bitte. Rückkehr des verlorenen Sohnes. Mission starten. Willkommen zurück. Du liest mich in Boston. Deine Übungen hier sind alle schön und gut. Aber Erfahrung ist der viel bessere Lehrmeister. Was ist mit Vater? Ist uns entwischt, fürchte ich. Wir müssen ihn finden. Das werden wir, nachdem das Haus repariert wurde. Aber er ist frei und plant wer weiß was. Und was tust du, wenn du ihn findest? Falls du ihn findest. Du bist ein Knabe mit ein paar Monaten Training. Er ist ein erwachsener Mann mit vielen Jahrzehnten der Erfahrung. Wenn du im Kampf gegen die Templer bestehen willst, wirst du das hier brauchen. Mach schon, bevor ich meine Meinung ändere. Hilfe!
Okay. Das ist doch der Hinkebein. Oh komm, bitte, Hilfe! Er wird sterben! Naja, wer wird sterben? Er. Keine Zeit, bitte komm! Da unten! Er ist gerade unter der Brücke durch! Helf mir! Zu Hilfe! Hilfe! Zu Hilfe! Hilfe! Zu Hilfe! Hilfe! Jetzt springt er sowieso ins Wasser, der Spast, Alter. Sein Ernst? Meine Güte. Was dieser Holzkopf dir sagen will, ist, dass er dir ewig dankbar sein wird. Wen nennst du einen Holzkopf? Dich, weil du einer bist. Was wolltest du auf den Baum stemmen? Eins der Risiken von Holzfällern. Wir lagern im Wald, gar nicht weit von hier, und schlagen Holz. Wir wollten in der Gegend eine Mühle errichten. Es gibt eine gute Stelle nicht weit von dem Haus auf dem Hügel, wo ich wohne. Ich mag dich jetzt schon. Wir sehen es uns an. Eine Mühle bei uns ist immer gut. Ja, wir haben es jetzt natürlich nicht geschafft. Wieso auch immer, naja. Ist halt so, ne? Kann man nichts ändern. Die Ruhe wird mir fehlen, aber das Holz können wir gut gebrauchen. Das Haus benötigt viel Arbeit. Das und andere Dinge. Triff mich bei der kleinen Hütte an der Küste, wenn du Zeit hast. Da gibt es etwas, was du sehen musst. Und was? Was Nützliches. Sehr schön. Nach Mission mit diesem Ausschau, um neue Einwohner zu gewinnen. Die werden wir auf jeden Fall machen, das meine ich mit Nebenmissionen. Das meine ich. Die Mission, die Nebenmission werden wir auf jeden Fall auch tun. Diese Siedlungsmission. Aber die anderen Missionen könnt ihr vergessen. So, TE, das ist der, wo Holz macht. Und jetzt, wo wir eine Siedlungsmission haben, haben wir eine. Wir haben sogar eine, ne? Eine, da machen wir die doch direkt. Ach, da geht's ums Schiff. Mhm. Der will das Schiff aufbauen. Da habe ich doch euch, da habe ich doch schon gesagt, dass ich mich auf die Schiffsmission freue, ne? Das ist nämlich das, was ich hier brauche. Als Hauptmission natürlich, ne? Also die Hauptmission brauche ich.
um ans Schiff dran zu kommen. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall die Nebenmission machen. Da komme ich hoch, da hinten. Ja, die Nebenmission werden wir jetzt tätigen. Und dann natürlich auch die Hauptmission. Da bräuchte man das Pferd, was bei unserem Haus steht. Das hätte ich eigentlich mitnehmen sollen. Aber naja, Laufen ist gesund. Im Winter hält man sich warm. Verbrennt Kalorien. So, da geht's dann weiter zur Mission. Interagieren. Hab Dank. Hab Dank. Bist du wohlauf? Ich glaube, es ist nicht viel passiert, nur ein gehöriger Schreck. Bastarde. Was wollten sie von dir? Mein Geld. Doch das war nicht viel und dann wollten sie mich dafür bestrafen. Eigentlich dumm. Allein schon mein Werkzeug ist sehr viel wert für den richtigen Mann. Wie auch immer. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ist noch weit bis zum nächsten Gasthaus. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe. Hast du kein Zuhause? Ach na ja, ich war ein stolzer Bewohner Bostons bis vor kurzem. Doch ich bin einfach kein Unterstützer ihrer Majestät. Und die Loyalisten verjagten mich aus Haus und Werkstatt. Viele hier in der Gegend könnten die Dienste eines tüchtigen Handwerkers gebrauchen, falls du dich irgendwo niederlassen willst. Ist das wahr? Das werde ich mir ansehen. Wäre sehr gut, ne? Wäre wirklich sehr gut. Ich meine, wir wollen die Siedlung vorantreiben. Da gehören die Siedlungsmissionen schon dazu. Die werden wir auch machen. Nicht alle an einem Stück, aber immer kombiniert. Ja. Lenz kann neue Gegenstände erstellen, wie zum Beispiel Truhen und Fässer. Sehr schön. Geil, hat er jetzt ein neues Haus gekriegt. Wunderschön. Neuen Plan erhalten. Mission beendet. 50 von 50. Wunderbar. Genial. So, da haben wir wenigstens ein paar Leute, die hier für unsere Dings arbeiten. Ich würde sagen, da müssen wir hin. Und da werden wir jetzt auch hingehen. Ach, ich will doch jetzt nicht hier hoch. Ja, da werden wir hingehen. Da wird uns der Achilles bestimmt was zu seinem Schiff sagen, beziehungsweise zu dem Boot, was er mal hatte, beziehungsweise was er immer noch hat, aber irgendwie nicht mehr so gesund aussieht. Da wird uns, denke ich mal, auch noch was zu sagen. Oh, da steht ein nice. Guckt euch die Details an. Da steht ein Schneemann. Ey! Ey! Ja, auf jeden Fall spielen die ja. Das ist schon geil gemacht, die Sequenzen, beziehungsweise die Details. Das
Sequenzen sind es ja nicht, sind ja Details. So, da geht's hoch. Wir müssen ans Haus vorbei. Am Haus vorbei. Ans Haus vorbei. Mein Deutsch ist wieder sehr geil. So, ist hier. Ist unser Holzvorrat. Ich meine, ich glaube, hier steht auch manchmal die Kutsche oder so. Glaube ich zumindest. Oh, unser Hund. Den streicheln wir mal. Hi. Servus. Eigentlich habe ich ja jetzt keinen Bock, da runter zu laufen, ne? Boah, es ist krass überblendet, ey. Uah. Alter. Sagte, hau ab, Bursche! Sprichst du des Königs Sprache nicht? Haben sie dich gesehen, alter Mann? Hätte glatt noch klar Schiff gemacht, hätte ich gewusst, dass du kommst. Der Bursche heißt Connor. Er setzt dir wieder alles im Stand. In Stand? In Stand? Verzeiht meine Manier. Sie ist immer noch die schnellste auf dem Atlantik. Gut, sie braucht etwas Liebe. Nur ein paar Kleinigkeiten, aber mit etwas Zuwendung fliegt sie wieder. Wer ist sie? Wer ist sie? Na, die Akia-Bursche, das Phantom der Nordmeere. Das Boot. Boot? Sie ist ein Schiff, Bursche, und macht da keinen Fehler. Ich dachte, er soll hier alles in Stand setzen. Ich sage, der ist das grünste Greenhorn im Grenzland. Connor, komm zu mir zum Gutshaus, sobald du hier fertig bist. Du sagtest, es braucht etwas Pflege. Kannst du das? Sie braucht etwas Pflege. Ein Schiff ist eine Sie-Bursche. Und ja, ich kann sie herrichten, aber es mangelt mir an Material. Für den Anfang brauche ich vor allem gutes Bauholz. Das kann ich beschaffen. Wie lange bis es sie in See stechen kann? Besorge mir nur das Holz, Bursche. Ich besorge die Crew. Alles klar, ich glaube, der hat etwas zu viel getrunken, aber wir müssen jetzt wieder 200 Meter laufen. Zum Gutshaus, denke ich mal. Vermute ich mal. Aber das Schiff, braucht ein bisschen mehr als Pflege. Es muss komplett erneuert werden. Hat doch etwas viel Alkohol getrunken, der Kollege. Treten wir mal die Bude hier. Ah, da bist du ja. Ich muss dir was zeigen. Komm, sieh es dir an. Was ist das? Ein Journal. Es hilft uns, die Geschäfte unserer Siedlung zu verwalten. Und das hier? Das ist Jahre her. Vor dem schleichenden Fieber. Vor den Templern. Bevor alles zusammenbrach.
Aber das ist Vergangenheit. Wir konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt. Nimm das Journal und ich zeig dir, wie alles funktioniert. Im Bereich Lager können Sie Gegenstände von den Bewohnern der Siedlung kaufen. Außerdem werden alle Ressourcen in Ihrem Besitz angezeigt. Das Lager enthält nun Eichenholz. Drücken Sie, um das Lager zu verlassen. Die Ausbildung beginnt. Okay. Danach verging die Zeit sehr schnell. Tage des Lernens, des Trainings und der Arbeit verschwammen. In der wenigen freien Zeit, die Achilles mir gönnte, lernte ich mehr über die Templer, über Charles Lee und meinen Vater. Ich wollte mich ihnen stellen, ihre Pläne durchkreuzen, dafür sorgen, dass mein Volk frei und unbeschwert leben kann. Doch ich wusste, es war zu früh. Ihnen jetzt entgegenzutreten, wäre mein Tod. Und all meine Arbeit wäre umsonst. Geduld, Zurückhaltung. Dies waren meine schwierigsten Lektionen. Doch alsbald meisterte ich auch dies. Tage wurden zu Monaten, Monate zu Jahren. Und mit meinem Geschick und Wissen wuchs auch ich heran. Ja. Siedlungsmissionen gibt es gerade keine. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Haus. Rein. Und schauen uns mal das Journal an und dann gehen wir zur Hauptmission. Oh, da kommen jetzt schon die Pferde, okay, cool. Opi, Pferdekümmerer. So, gehen wir ins Haus rein. Auf rein da. Hier ist alles wieder aufgedeckt, sieht wunderschön aus hier. So, schauen wir uns mal das Journal an. Ja. Lagerherstellung, Handel. Lager. Eichenrinde braucht keine Sau, wir brauchen Holz. Was brauchen wir noch? Holzkohle eventuell. So, wir wollen mal hier Handel. Okay, der kann nur eine Kutsche. Dann wollen wir, dass der Handwerker uns Fässer macht. Thank you.
haben wir einfach mal gemacht. So. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zur Hauptmission. Wie gesagt, das Schiff steht und das ist wunderbar geworden. Klar kann man das aufrüsten und klar kostet es eine Menge Geld, das Ganze aufzurüsten. Der umgefallene Baum ist weg, kann das sein? Perfekt, ey. Die Schiffsmission, die werden wir alle machen. Ich freue mich schon mega drauf. So. Hier ist die Crew. Hier kann man Glücksspiele machen. Und hier ist die Mission. Ne? Interagieren. Dann wollen wir mal da. Die harte Tour. Das ist schon die erste Bootsmission hier. Ho! Komm an Bord und weide deine Augen, Bursche. Nein, 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 nicht den linken Fuß. Niemals den linken. Bringt Unglück. Tritt mit dem rechten Fuß zuerst auf. Sie ist solide. Ei! Schnittig und geschmeidig. Sie macht 12 Knoten in einer steifen Brise. Kein Schiff zwischen hier und Singapur schlägt sie an einem guten Tag. Was hältst du davon, wenn wir in See stechen und du dich selbst überzeugst? Wo fahren wir hin? Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehlen. Wir laufen direkt aus. Keine Furcht, Junge. Ich mache noch einen Seefahrer aus dir. Perfekt. Und das Graussegelein ab in die Wanten! Und nicht einschlafen! Na los, Männer! Bringen wir sie da raus, wo sie sich wohlfühlt! Ja, ich darf Bootsmission machen. Yes. So, kurze Ladesequenz. Na los, Junge, wenn nicht jetzt, wann dann? Takelage am Hauptmast entfernen! Nimm das Ruder! Guter Wind heute, Captain! Na komm, mach schon, sie beißt nicht! Jetzt bist du mit ihr frei. Halbes Segel! Ah, die Akia fliegt wieder! Fühlst du es, Junge? Setze kein Segel! Kein Segel! Dort finden wir unsere Kanonen und Offiziere. Sie ist ein wendiges Schiff, doch je mehr Fahrt sie macht, desto schwerfälliger wird sie. Und umso fester muss dein Griff sein. Genieße das Stück Freiwasser, bevor wir zu diesen Untiefen kommen. Setze volles Segel, wenn du magst. Volles Segel! Gebt alles, Mann! Volles Segel! Perfekt! Der Wind dreht sich bald. Sei achtsam, Connor. Wilde Winde sind schwer zu meistern. Weniger Knoten! Langsam halbes Segel! Halbes Segel! Bringt sie zum Halten! Weniger Fahrt, Segel streichern! Volles Segel! Alle setzen! Volle Segel! Geh
Gebt mir alles! Volle Segel! Holt euch den Wind! Jetzt! Bring uns durch das seichte Wasser. Pass auf, dass du nicht auf Grund läufst. Die Sandbänke bremsen uns, aber Felsen schlagen ein Leck in den Bug. Und willst du schnell wenden, setze halbe Segel. Dann ist sie leichter zu manövrieren. Perfekt. Easy.